めっちゃトランク社長です。おいおいおいおいおいおいおい、埼玉埼玉ファッションセンス、お疲れ。テストで0点だったの、脈なし。簡単日本語。 Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Japanisch. Auch diesmal bringe ich euch wichtige Begriffe der japanischen Sprache bei, was ihr wahrscheinlich für die Prüfung überhaupt nicht braucht, aber in der Praxis und im Alltag. Die Begriffe sind mal wieder sehr seltsam, skurril, aber auch interessant. Los geht's! Das erste Wort des Tages heißt Mitcha. Ein äußerst nützlicher Begriff, der mit anderen Wörtern kombiniert wird, und zwar mit Adjektiven und mit Verben. Bevor ich dann viel labere, zeige ich euch dann zwei Beispiele, damit ihr gleich gebildeter seid. Kino, 8 Stunden Planko yattan da. Oi oi oi, maji de? Daijoubu ka? Mitcha tsukareta. Darou na. Ich habe gestern 8 Stunden lang geplankt. Im Ernst? Geht's dir gut? Ich bin richtig kaputt. Das glaube ich dir. Kann ich auch verstehen, wenn man 8 Stunden lang irgendwie Plank macht, aber ich meine, eigentlich ist es ja auch so, dass man immer noch nicht im Guinness-Buch der Rekorde stehen kann. Egal, nächstes Beispiel. Omae testo de 10 datta no? Mechcha benkyou shita no ni. Ja, naze? Kotae o machigatta ran ni kaite dan da. Du hattest 0 Punkte bei der Klausur? Ja, dabei hatte ich ja so viel gelernt. Warum dann? Ich hatte die Antworten in die falschen Felder geschrieben. Scheiße. Das Wort Mecha kommt ursprünglich aus dem Wort Mechakucha, was so viel heißt wie Chaos, Durcheinander, Absurdität und so weiter. Im Kansai-Dialekt heißt das Wort Mecha. Und es hat sich dann schnell japanweit verbreitet, weil das Wort erstens vom Klang her ganz cool ist, und zweitens, weil man das Wort auch überall einsetzen kann. Das Wort Mecha wird vor einem Adjektiv oder vor einem Verb eingesetzt, um das Wort zu verstärken. Sprich, wenn ich sage tsukareta, bin ich einfach normal erschöpft, aber wenn ich sage mecha tsukareta, bin ich da schon ziemlich total krass erschöpft. Aber das lässt sich auch noch weiter verstärken, wenn man die Betonung etwas ändert, wie zum Beispiel mecha tsukareta. Dann bin ich echt K.O. bis zum geht nicht mehr. Aber dass die Betonung halt wichtig ist, ist ja auch in allen Sprachen gleich. Also das könnt ihr auch dann sofort einsetzen, oder? Die Alternative zum Wort Mecha ist das Wort Cho, was wörtlich übersetzt so hyper, über, super heißt. Und in der Regel wird das Wort auch nicht Cho ausgesprochen, sondern eher Cho. Also zum Beispiel, wenn man sagen möchte, super cute, ist es dann nicht Cho kawaii, sondern Chou kawaii. Super schnell. Chou hayai. Chou hayai. Und das Wort Chou lässt sich auch noch weiter verstärken, wenn man das Wort hintereinander benutzt. Wie zum Beispiel, ich bin ultra, super, hyper, mega, krass müde, heißt dann Chou 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 tsukareta. Die anständige Variante von Mecha ist Totemo. Sprich, wenn man auch etwas verstärken möchte, wie Hayai, schnell, für sehr schnell, heißt dann totemo hayai. Utsukushi, schön. Totemo utsukushi, ist dann sehr schön. Das ist sehr anständig und das kann man auch schreiben problemlos, aber auch nicht gerade spannend. Also, wie ihr verstanden habt, das Wort mecha ist mecha hilfreich. Futatsume. Otsukaresama desu. Otsukaresama. Otsukaresama deshita. Das sind so Phrasen, die man in Japan tagtäglich hört, wenn man dort arbeitet oder zur Schule geht. Es gibt auch einfach keinen Tag, wo man sowas nicht hört. Wenn man das Wort auseinander nimmt, besteht das aus mehreren Teilen. Erstmal mit dem Hauptbestandteil, tsukare, die Erschöpfung. Das Wort wird mit dem Präfix o zur höflichen Sprache gemacht und mit dem Suffix sama heißt es dann insgesamt so wörtlich übersetzt, sehr geehrter Herr oder Frau Erschöpfung. Klingt auch total absurd und wenn man damit halt dann jemand anders begrüßt, ist es eigentlich noch absurder. Aber das ist trotzdem gang und gäbe. Die Bedeutung ist aber relativ simpel. Man sagt das, um die Dankbarkeit gegenüber anderen zum Ausdruck zu bringen. Also heißt es dann wörtlich übersetzt sowas wie Hallo und danke für die Zusammenarbeit. Oder es heißt dann Danke für die Bemühung
Oder man sagt auch das, um die Dankbarkeit oder die Beglückwünschung für die Mühe zum Ausdruck zu bringen. Diese Phrase kann rund um die Uhr eingesetzt werden, sprich damit werden Begrüßungen wie Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend, Ohayo, Konnichiwa, Konbanwa völlig überflüssig. Gegenüber dem Vorgesetzten sagt man Otsukaresama desu. Und gegenüber den Kollegen oder Schüler gleichen Jahrgangs heißt es dann Otsukaresama oder Otsukare. Ziemlich einfach. Also in einer Firma könnte sowas vorkommen. Shacho, Otsukaresama desu. Omu, Otsukaresama. Und das heißt dann Chef, danke für Dingsbums und bla und alles. Ja, danke auch. Noch einfacher wird es unter Freunden oder Kollegen oder Schüler, mit denen man sich gut versteht. Wie viele andere japanische Begriffe wird dann Otsukaresama einfach abgekürzt und sieht dann so aus. Otsukare. Otsu. Je nach Zusammenhang heißt es dann einfach Otsu, einfach so Hi oder danke für die Mühe oder danke für die Zusammenarbeit, cooles Spiel und so weiter. Ihr lernt auch fleißig Japanisch, also sage ich nur Otsu. Mitsume. Den Begriff Kakkoi für gut aussehen, cool und sowas kennt ihr bestimmt. Aber wie heißt es andersherum? Kakkoyoku nai. Kakkoari. Das geht natürlich auch, aber es gibt einfach eine coolere und gängigere Variante. Das heißt Dasai. Kono ore no great white nezumi shatsu dou omou? Dasai. Doko ga da yo? Omae fashion sense ne na. Übersetzt heißt dann, was hältst du von meinem Great White Mouse Shirt? Wie uncool! Quatsch, du hast überhaupt keinen Sinn für Mode. Im Alltag hört man das Wort Dasai nicht immer komplett vollständig, sondern es wird dann oft als Dasa, Dasa ausgesprochen. Bleibt ihr aber einigermaßen höflich und sagt dann, sorry, totemo Dasai desu ne? Heißt dann ungefähr übersetzt, das ist ja von niederem Geschmack. Das könnte auch unter Umständen verheerenden Schaden anrichten. Dasai heißt nicht nur uncool, sondern auch unkultiviert oder völlig oldschool provinzartig. Früher galt die Präfektur Saitama im Norden von Tokio nicht gerade als die modernste und coolste Japans. So hat man die beiden End- und Anfangsbuchstaben von Dasai und Saitama genommen und kombiniert, dass die Präfektur Saitama als Dasaitama bezeichnet wurde. Diesen Begriff Dasaitama kennt jeder in der Präfektur Saitama. Wirklich, wirklich jeder. Ohne Ausnahme. Glaubt mir, wirklich. Das nicht ganz so coole Image dieser Präfektur bleibt auch im Kopf vieler Japaner. Das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum der Hauptcharakter von One Punch Man, der cool und gleichzeitig ziemlich uncool ist, Saitama heißt. Yotsume. Florida. Florida. Abkürzung für Ofuro de Gidatsu. Übersetzt heißt das abwesend sein wegen des Badens. Vergleichbar mit AFK. Itsutsume. Und nun kommen wir zum letzten Begriff dieses Videos. Bimyo. 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 Das heißt dann subtil, heikel, ein bisschen. Das wären so die Bedeutung. Aber in der Praxis ist dieses Wort multifunktional und kann in sehr vielen Umständen und Situationen genutzt werden. Genauso wie yabai kann bimyo eine Vielzahl an Adjektiven ersetzen. Konzerto, どうだった? Bimyo. Wie war das Konzert? So lala. Hier ein weiterer Dialog. 私の勘違いかな?それとも脈ありかな?微妙。脈なし。Bilde ich mir das ein oder habe ich eine Chance bei ihm, bei ihr? Schwierig. Keine Chance. Der Ausdruck von so einem Zwischending zwischen positiv und negativ. Das ist der Ausdruck 微妙. Übrigens ist 脈あり oder 脈なし eine Redensart. Wörtlich heißt es dann mit oder ohne Puls,
Und das besagt dann, ob man halt bei einer Beziehung eine Chance hat oder nicht. Bildet man sich aber ein, kommt das zu einem Bimiona-Kicker. Ziemlich schwieriges Ergebnis. Hier noch ein drittes Beispiel für einen leicht positiven Fall. Koko watashi toreru kana? Bimyou ni ikeso. Das heißt dann übersetzt, meinst du, ich passe hier durch? Ja, könnte noch klappen. Saigoni. Danke, dass ihr euch das Video bis zum Schluss angeschaut habt. Hat es euch gefallen? Hoffe, es gab dann Wörter, wo ihr dann zumindest einmal Aha sagen konntet. Das wäre cool. Wollt ihr was von mir wissen? Gibt es irgendwelche Vorschläge? Ihr wisst ja, was zu tun ist. Unten habt ihr ganz viel Platz. Weitere Videos folgen auf jeden Fall. Und ich hoffe, ihr sagt dann nicht, ja, das Video war diesmal ziemlich bimyō, sondern lieber mechcha omoshirokatta. Mata na! Owari.